Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute geht es einfach mal nur um das Thema Bremsen. Wenn ihr für einen guten Kurs bessere Bremsleistungen in eurem Auto haben wollt, dann bleibt dran. Ich habe angekündigt, dass ich an meinen Bremsen ein bisschen was geändert habe und dann gibt es natürlich mehrere Varianten. Die günstigste Variante ist es nicht, aber eine sehr schöne Variante ist die BMW Performance Bremsanlage. Kostet für das Auto in Summa summarum 1799 Euro bei Lebmann. Als ich damals neue Bremsen brauchte, kurze Story am Rande. Ich bin das erste Mal auf dem Ring gefahren. In Kurve 5 habe ich gemerkt, Butter weich. Ja, die Bremse ist sofort in die Grütze gegangen nach der vierten Kurve und ja, das war nix. Ich war geflasht vom Ring, ich wollte mehr Performance. Wie gesagt, Serie ist mein Auto relativ. Und Performance bei mir A und O, deswegen neues Setup, neue Bremsen. Die 1799 Euro wollte ich dafür nicht ausgeben, habe mich nach anderen Alternativen umgeguckt. Und darüber werde ich heute mit euch reden, wie ihr auch für eine schmale Kasse gute Bremsleistung in euer Auto holen könnt. Da habe ich mehrere verschiedene Sachen gemacht und ich bin sehr zufrieden mit dem aktuellen Setup. Kann sein, dass der ein oder andere, der heftiger fährt, für den das nichts ist, aber für mich, so wie ich fahre, ist es auf jeden Fall allemal hervorragendes Setup. Was habe ich dann alles geändert? Ich nehme euch einmal ein bisschen mit und zeige euch das einmal ein bisschen, dass ihr so mal ein bisschen reinschauen könnt. Und zwar, hier sieht man schon die 335i Zange und die 335i Scheibe. Genau, ich habe in meinem Auto die Anlage vom 335i übernommen. Die habe ich bei Kleinanzeigen damals für einen echt guten Kurs geschossen. Ohne Belege, ohne Scheibe, nur die Bremsanlage komplett vorne, also Bremszange und Bremshalter. Und das Ganze echt für einen guten Kurs. In dem Zusammenhang habe ich natürlich auch komplett rundum alles neu gemacht und dann habe ich mir Scheiben geholt, ganz normal Standard ATE-Scheiben und Bremsbeläge vorne habe ich Firodo DS Performance gewählt. Die DS 2500er haben keine Zulassung und so wie ich auch gehört habe, sollen die halt ein bisschen zu heftig auf der ATE-Scheibe sein, aber ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Im nächsten Zuge würde ich mir auf jeden Fall irgendwas, was doch ein bisschen mehr Biss hat, drauf ballern, aber für den ersten Aspekt muss ich sagen, bin ich mit dem Setup und mit dem Bremsen-Upgrade sehr zufrieden. Die Bremsen flattern nicht, die Bremsen rubbeln nicht, die Bremsen quietschen minimal. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Kompromiss aus Komfort und gesteigerter Bremsleistung für echt guten Kurs. Weil Bremsscheiben und Bremsbeläge hätte ich sowieso vorne neu gebraucht, hinten auch. Von daher einfach nur ein paar Mark mehr für eine größere Scheibe, ein paar Mark mehr für andere Belege. Ich rede, glaube ich, von Unterschied Vorderachse 30 bis 70 Euro mehr für die Komponenten, die ich mehr gezahlt habe in der Neuware. Kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen weniger war, aber im Endeffekt war der Gedanke da, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe und da auf jeden Fall eine Mehrleistung mit gewonnen habe. Dann hatte ich noch überlegt, Stahlflex mit dran zu machen. Ich muss aber gucken, bei mir ist eine Leitung ein bisschen bröselig. Das ist übertrieben ausgedrückt. Aber ich will nochmal gucken, dass ich mir die eine Leitung nochmal ein bisschen genauer anschaue. Zu dem Zeitpunkt aber Bremsschläuche sind noch die normalen, keine Stahlflex. Dann habe ich ein weiteres Update gemacht bei der nächsten Möglichkeit. Und zwar habe ich eine andere Bremsflüssigkeit bei mir eingefüllt. Ursprünglich war ja die Standard drin, das musste eine Dot 04 rein und ich war auch in der Werkstatt und habe gefragt, hey, könnt ihr mir meine Bremsflüssigkeit, welche ich genommen habe, zeige ich euch gleich, einfüllen? Und die meinten, nee, wir haben nur Standard, zeig mir da die Dose und nur das machen wir in alle Autos rein. Und das war Dot irgendwie 501 oder sowas und soweit ich weiß, darf das gar nicht in mein Auto und der hätte mir die Scheiße trotzdem reingeknallt. Dachte ich mir so interessant und das war bei mehreren Werkstätten so. Ich habe zwei, drei angefragt, die meinten, nee, nur Standard, weil das müssen wir umfüllen, wollen wir nicht, also es gibt nur Standardplörre. Und das fand ich ziemlich ungeil, weil die meisten hätten da irgendwas reingemacht, was gar nicht laut, was da eigentlich gar nicht rein dürfte. Fand ich ein bisschen scheiße, fand ich ein bisschen schade.
und bin im Endeffekt doch froh, dass ich jemanden gefunden habe, der mir da geholfen hat, meine Bremsflüssigkeit einzufüllen. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, ATE Typ 200, das ist die alte ATE Blue Racing, hieß sie, glaube ich, damals. Ja, habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Ich werde jetzt nicht in diesem Video komplett auf die Komponenten und die Unterschiede eingehen, welches Brake Fluid für dich das Beste ist. Das mache ich mal in einem separaten Video, das wird den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber Typ ATE 200, normalen Betrieb im Startverkehr merkt man eigentlich nichts. Man hat aber natürlich mit der Bremsflüssigkeit einen höheren Wärmepunkt. Das heißt, die Bremsflüssigkeit ist im Ganzen stabiler und temperaturbeständiger, was einfach dazu führt, dass das Fading reduziert wird oder einen anderen Fading-Punkt erreicht wird, bis die Bremsflüssigkeit an einen Siedepunkt gereicht ist, die dann nicht so geil ist, was man dann als scheiß Pedalkupplung oder ein scheiß Bremspedalgefühl sich äußern wird. Ist gerade eine Fliege hier gelandet. Ja, eine weitere Änderung habe ich auch schon angekündigt vor dem Ring, und zwar sind das die Bremssattelhülsen. Bremssattelhülsen, muss ich sagen, eine sehr gute Investition. Ich finde die Dinger echt gut. Ich habe die für den Streckenbetrieb drin gehabt. Das Pedalgefühl hat sich auf jeden Fall deutlich geändert, weil der Druckpunkt, den man auf die Bremse hat, feiner geworden ist. Obwohl ich keine Stahlflexleitung drin habe, ist der Bremspunkt besser geworden. Zudem hat sich die Bremsleistung des gesamten Systems verbessert. Wie kommt es dazu, dass die kleinen Bremssattelhülsen zu einer deutlich besseren Bremsleistung führen? Und zwar ist es nämlich so, dass die Bremssattelhülsen einfach dafür sorgen, dass die Bremsbeläge viel planer auf der Bremsscheibe aufliegen. Und weil einfach da weniger Kippneigung während des Bremsvorgangs entsteht. Was im Umkehrschluss dazu führt, dass die Auflagefläche größer und höher ist. Also natürlich mehr Fläche, mehr auf der Scheibe ist mehr Reibung oder mehr Reibverlustleistung, das heißt bessere Bremsenleistung. Und das war schon ziemlich erheblich. Also ich bin nun der Meinung, die Bremsperformance ist deutlich, deutlich besser geworden. In Prozent kann ich das gar nicht so genau sagen. Gefühlt aber locker 30% besser. Das ist heftig. Also ich bin von den Bremssattelhülsen sehr, sehr positiv überrascht und würde sie jedem, der ein bisschen seine Bremsen, sein Bremspedalgefühl upgraden will, kann ich das nahelegen. Es sind auf jeden Fall eine gute Sache. Hat gekostet 89 € das Ganze und Einbau ist eigentlich nicht schwer. Ich hatte keine Ahnung, ich habe mir Hilfe dazu geholt, weil ich an Bremsen so nicht rumfummeln mag, wenn ich mich nicht richtig auskenne. Hab mir das Ganze zeigen lassen und helfen lassen und habe mir das so erklären lassen, dass ich das selber machen kann und mit Bremsen jetzt auch fit bin. Was natürlich echt gut ist und das bedeutet, dass man selber mal ein bisschen schrauben kann. Aber im Endeffekt muss ich sagen, Bremssattelhülsen sind eine sehr solide Investition, die echt eine Mehrleistung an der Performance an der Bremsanlage mit sich bringen. Zudem ist die Kombination, wie ich finde, ATE Serienscheibe mit den Firodo DS Performance ist auch eine sehr coole Kombi. Fährt sich sehr harmonisch, die Bremse quietscht nicht heftig. Manchmal ein bisschen, aber das ist soweit, finde ich, in Ordnung. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass eine Bremse auch mal quietschen darf, wenn man sie rennstreckenmäßig benutzt, ist das schon alles kein Problem. Demzufolge ist das für den Kurs schon eine echte Verbesserung des gesamten Bremsensystems. Was sind so die wichtigen Eigenschaften, die sich jetzt durch das Upgrade eingestellt haben? Natürlich einmal auf der einen Seite ist die Verzögerung von dem gesamten Auto verbessert. Ich würde mal sagen, ich habe locker ein oder zwei Unfälle mir schenken können durch die verbesserte Bremsleistung, weil ich einfach schneller zum Stand gekommen bin. Noch eine dicke Hummel hier. Weil ich einfach schnell zum Stand gekommen bin, als mich in der letzten Zeit zwei oder dreimal jemand geschnitten hat, war ich auf jeden Fall heilfroh, dass ich die Bremsen hatte, weil die haben richtig gut zugepackt. Der Biss der Bremsbeläge ist heftiger, zudem natürlich auch das Fading. Das Fading auf dem Ring, was ich am Anfang hatte, nach der dritten, vierten, fünften Kurve, war einfach alles matsch und butterweich. Habe ich nicht. Ich bin auf der Grand Prix Strecke gefahren, das ist ja das so, dass das Maximalste an
Bremsleistung, was man so der Bremse an abfordern kann. Das heißt, irgendwie 200 runter auf 40 km/h und immer diese ganz harten, brutalen Geschwindigkeitsverringerungen von hohen Geschwindigkeiten auf sehr niedrigen Geschwindigkeiten. Und dann natürlich auch volle Elle reingelatscht und das halt ein paar Mal mehr. Und die war immer vom Druckpunkt, die wurde eigentlich mit der Wärme immer geiler, aber nie matschig. Natürlich kann man denken, dass es noch bessere Möglichkeiten gibt zu verzögern. Klar, das stelle ich nicht in Frage. Aber als, sag ich mal, Amateur-Setup, wo man das Fading vermeiden will, ist das hier ein Bomben-Setup, wo ich echt zufrieden bin, für einen guten Kurs eine bessere oder eine geilere Bremsen-Performance reinzuholen. Ja, ein paar Kosten, die ich mal aufstellen kann, ist, ich müsste das mal alles einsehen, aber in etwa habe ich die Preise im Kopf, die werde ich einfach mal dazu einblenden, aber ungefähr war das so, Bremsscheiben vorne, glaube ich, als Satz, boah, keine Ahnung, um die 200 Euro, die Bremsanlage vom 335i für 200 Euro gekauft, Top-Zustand, 1A, sauber, nicht lackiert, kein Rost, kein nix, perfekter Zustand, richtig geil. Dann die Bremsbeläge, ich glaube Vorderachse waren 140 Euro. Die DS 2500 lagen dann bei 180, das wäre nochmal der Unterschied für mehr Leistung oder mehr Bremsleistung. Hinterachse weiß ich gar nicht mehr so genau, weil eigentlich muss man das nicht mit reinrechnen, weil die Bremsanlage vom 335i ist hinten dieselbe wie vom 330i. Die ist identisch, aber gleiches Setup auch hinten. Die DS Performance und ATE Serienscheiben. Ja, wie es bei mir weitergehen würde, was ich jetzt nächstes machen würde, wüsste ich glaube ich gar nicht. Ich würde mir vermutlich die DS 2500 kaufen und vielleicht Bremsscheiben von Santa. Aber da bin ich noch nicht schlauer, was als nächstes kommt. Aktuell bin ich so mit dem Setup sehr zufrieden und für eine schmale Kaste ist auf jeden Fall ein gutes Bremsen-Upgrade. Gibt natürlich auch Möglichkeiten, da noch mehr Power reinzuholen, aber im Großen und Ganzen finde ich Best Value Thing hier, ne? Also bin sehr zufrieden mit dem ganzen Bremsen-Upgrade. Vor allem, weil viele sagen, die Bremsanlage vom 335i flattert und rubbelt und vibriert. Habe ich gar nichts von, merke ich nichts von. Wurde alles gut eingebaut, macht alles keine Faxen, läuft perfekt. Und das war es soweit von meiner Seite. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, gerne in die Kommentare schreiben, abonnieren und ein Like da lassen. Und was ich natürlich vergessen habe, was mich auch interessiert, welche Bremsen fahrt ihr? Habt ihr ein Bremsen-Upgrade? Wenn ja, was für eins? Welche Bremswillige fahrt ihr? Wo kauft ihr eure Bremsen? Seid ihr so, dass ihr den günstigsten Kram kauft? Oder dass ihr lieber ein paar Mark mehr in die Hand nehmt und sagt, ah, ich weiß wenigstens, wo die herkommen? Weil das habe ich nämlich gemacht. Lieber ein paar Mark mehr in die Hand nehmen, aber kein eBay-Schrott kaufen. Weil es ein wichtiger oder einer der wichtigsten Komponenten, wenn du nicht bremsen kannst, bist du am Arsch. Also, gute Fahrt, bis dann und bis bald. Peace.